strukturalistische Trennung von signifikanten Zeitweisen und dem emphatischen Signifikat Zeit ist für die Kopplung elektrotechnischer AV-Medien mit dem menschlichen Wahrnehmungsapparat nicht mehr haltbar, weder für Prozesse der Erinnerung noch des Vergessens. Krebs' Monolog im Angesicht des technischen Mediums erscheint als delirierender Schwanengesang auf alle Signifikate, heißt es in einer treffenden Analyse von Samuel Beckett's mediendramaturgischer Antwort auf Marcel Prousts epische Recherche du temps perdu. Beckett's Einakter Krebs' Last Tape. Chromisten auf der Bühne, verkörpert durch die Gegenwart, also Realpräsenz eines Tonbandgeräts. Krepp lässt die Tonbandspule Stimmströme induzieren, die zum Teil Jahrzehnte zuvor dem Magnetband niederfrequent aufgeprägt wurden. Beckett datiert damit die Existenz des Heimtonbands in eine Zeit zurück, die ein solches Gerät noch gar nicht kannte. Ein Anachronismus aus der Perspektive von Technikgeschichte, nicht aber im Sinne autonomer Medienzeit, die hier ein eigenes Kräftefeld aufbaut. Die medienarchäologische Gretchenfrage ist hier dennoch angebracht. Für die Inszenierung macht es sehr wohl einen Unterschied, ob der humane Schauspieler, Krebs, eine frühere Aufzeichnung seiner Stimme von Tonband oder von einem Phonographen hört. Die Tonspur vom Wachszylinder oder von Grammophoner Schellackplatte oder an der Dezilit-Schallfolie im Direktschnitt ist eine elektromechanisch unmittelbare Fortschreibung von akustischen Schallwellen in eingegrabene Schwingungen. Anders das elektronische Tonband. An die Stelle der mechanischen Warnung tritt hier eine elektromagnetische Latenz. Physikalische Sprachsignale, also Funktionen der Zeit, werden hier induktiv in räumliche Speicherung auf Band transformiert. Erst die Bewegung dieses Speichers, das unterscheidet ihn vom klassischen Archiv, aber vermag dieser Lokalisation wieder Signale als Funktion der Zeit und der Bandgeschwindigkeit zu entlocken. Der technologische Akt der Anamnese ist hier ein dynamischer, im Unterschied zur statischen Fixierung von Notizen in Krebs' Inventar. Erinnerung spielt sich hier nicht in einer räumlichen Topik, sondern technozeitlichen Dynamik ab, näher am neuronalen Gedächtnisapparat des Menschen, als es je eine Kulturtechnik der Schrift vermochte. Zur Verfassungszeit des Einakters war der Fernseher in Privatstuben noch nicht ubiquitär. Hätte Beckett Jahrzehnte später in der Epoche früher Videoheimrekorder das Stück wie in einer Neuinszenierung der Schinkelkirche von Schloss Neuhardenberg mit Videokassetten statt Tonbandspulen inszeniert, die medienarchäologische der Geschichte liegt darin, dass die Videoaufzeichnung technisch selbst eine Ausgeburt der Tonbandtechnik ist und der medienwissenden Erdung einer von Jacques Lacan entwickelten Begriffstrias gehört die fotografische Aufzeichnung der Stimme dem indexikalisch Realen, die schriftliche Aufzeichnung im Inventar dem Symbolischen und die bildhafte Projektion dem Imaginären an. Die Öffnung des Archivs, die von technischen Medien induzierte Temporalität der Signale und der Schauplatz der Imagination gehören strikt verschiedenen Zeitregimen ab. Anhörlich seine eigene Jugendstimme vom Tonband eine auratische Ambivalenz, hier weniger mit dem Akzent auf räumliche Entfernung, denn auf temporaler Ungleichzeitigkeit. Walter Benjamin definierte in seinem Blick auf frühe Fotografien die Aura
als ein sonderbares Gespinst von Raum und Zeit, als einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. Mikrofone zeichnen auf Tonband nicht nur gezielte Stimmen, sondern auch die jeweils vorliegende Raumakustik mit auf. So wird die Aura selbst elektrotechnisch reproduzierbar. Bill Fontana vergegenwärtigte mit seiner Medieninstallation Entfernte Züge 1984 auf dem heute ruinierten Gelände des ehemaligen Berliner Anhalter Bahnhofs dessen Vergangenheit, indem er die zuvor auf einem strukturverwandten Bahnhof Köln auf 8-Spur-Tonband aufgezeichneten Geräusche durch eine Kaskade von Lautsprechern in Berlin buchstäblich wiedergab. Tatsächlich gelingt Präsenzerzeugung am vorzüglichsten im signalakustischen Kanal. In Becketts Einakter nun wird die auratische Einmaligkeit im Reproduktionsmedium technologisch, buchstäblich logisch, nämlich als artikulierte Sprache, wiederholbar. Krebs Stimme von Band ist seine zeitverschobene akustische Person. Als elektroakustisches Medienereignis macht die falsche Etymologie von Persona hier unversehens Sinn. Medientechnische Aufzeichnung macht die vormalige Unwiederholbarkeit eines Intervalls realer Präsenz invariant gegenüber der Zeitachse verschiebbar, aufgehoben in elektromagnetischen Feldern und Materialitäten. Somit deutet sich eine grundsätzlich neue Zeitordnung gegenüber der kulturell vertrauten historischen Zeit an. Die vertraute temporale Trias aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird heimlich durch zwei Zeitformen ersetzt, die reale Zeit, Echtzeit und die aufgeschobene Zeit. Diese Differenz stellt eine neue Generation des Realen dar, mithin ein neues Zeitreal, das eher mit der mikrotemporalen Logik elektronischer Schaltungen und ihrer Bauteile, Phasenverschiebungen von Schwingungen korrespondiert, denn mit der klassischen kulturellen Zeit. Im Blick auf die medienarchäologische Ebene zeitkritischer Medienprozesse eröffnet sich ein Mikrokosmos neuartiger Zeitverhältnisse, worauf frühe Komponisten elektronischer Musik programmatisch reagierten. Gerade die posthistorische Stimmung der frühen Nachkriegszeit emanzipierte den Ton vom musikhistorischen Verständnis. Seine diversen Parameter werden im medienarchäologischen Gehör als zeitweisen identifiziert. Die Zeitdauer, von Karl-Heinz Stockhausen begrifflich unscharf als Phase gefasst, wird zum elementaren Kompositionsereignis. Und seine medienmaterielle Bedingung ist das Tonband, in dem die phonetischen Silben der Komposition Gesang der Jünglinge tatsächlich nicht zu Zeitschnäppchen werden. Die aktuelle Software ist Zeitverschiebewerkzeug zur digitalen Bearbeitung von Tonspuren längst Selbstverständlichkeit. Wird Technik als eine Weise des Entbergens erkannt, gilt für medieninduzierte, technologisch vollzogene Prozesse, zumal, dass sie ein anderes Wesen von Zeit ebenso anzeigen wie selbst zeitigen. Was in Becketts Einakter zum Thema wird, ist eine Persönlichkeitsspaltung auf zeitlicher Ebene, nämlich die Zeitverschiebung eines wesentlichen Zugs von Individualität, die Stimme, gegenüber sich selbst. Welche Form memorialer Rückkopplung, medienzeitliche Ökonomie, spielt sich in der von Becket beschriebenen Servomotorik zwischen dem Protagonisten und seinem Tonband bzw. Tonbändern ab? Eine Mensch-Maschine-Kopplung, also Rückkopplung von Gedächtnis und Gegenwart, bedeutet eine Irritation der natürlichen, biorhythmischen Zeitwahrnehmung. Die menschliche Stimme, zumal die eigene, galt als unwiederbringlich historisiert, sobald sie ausgesprochen war, also mit einem historischen Index im Sinne eines physikalisch-entropischen Zeitpunkts versehen. Auch die symbolische Notation der Vokalität Homers im Alphabet bringt zwar den oralen Charakter der Dichtung, nicht aber die Stimme Homers zurück.
Anders stellt sich die Lage seit Edisons Phonographen dar. Die Individualität der eigenen Stimme wird wiederholbar. Je mehr Zeit jedoch vergeht, desto größer klafft eine Schere zwischen der medientechnisch wiederholten eigenen Stimme und der Gegenwart eigener Artikulation. Crabb lebt in einem auch in zeitlicher Hinsicht zwiezeitlichen Raum, im Raum archivischer Gleichgegenwart und Gleichaufgehobenheit. Aller Tonbandaufnahmen aus der Vergangenheit und andererseits mit den Spuren seines körperlichen Verfalls. Das Bühnenbild ist wirkliches Medientheater, denn das medienarchäologische Artefakt, Tonbandgerät ohne Verkleidung, ist der eigentliche Protagonist. Im Widerstreit liegen hier die Regime der persönlichen Erinnerung Crabbs, das Schriftliche, das Inventar der Tonbänder mit Regest, sowie das medientechnische Gedächtnis, die konkreten Tonbänder. Kaskaden des historisch-imaginären, des schriftlich-symbolischen, des medienarchäologisch-realen. So manifestiert sich die Differenz zu einer vertrauten analogen Situation, das Lesen eines Tagebuches zu Lebensende, im Unterschied zur technologisch augmentierten Erinnerung. Anstelle autobiografischer Schriften und die Kombination aus Notizen im Symbolischen und Inventar der Bänder mit der autobiografischen Spur als aufgezeichneter Stimme. Hier nämlich schlägt das Reale der Stimme durch, in einem anderen, quasi elektromagnetischen Zeitfeld, anders als das vertraute schriftliche Regime symbolischer Zeitordnung. Anders als klassische Dokumente spult und spielt ein Magnettonband, einst als akustisches Tagebuch gesprochen, bei der technologisch augmentierten Anamnese auch das Schweigen als Ereignis ab. Eine Absenz wird hier zur Information wie die Null im mathematischen Stellenwertsystem und ansatzweise das typografische Spatium in der Epoche des Buchdrucks. Beckets finale Anweisung lautet: Tape runs on in silence.